Hallo, mein Name ist Pierre Frank und das hier ist mein Videoblog und ich lese aus dem Buch Das Gesetz der Resonanz vor. Heute befassen wir uns mit dem Kapitel Auf welche Weise senden wir unsere Wünsche wirklich aus? Seit Menschengedenken gilt das Herz als stärkstes Symbol für die Liebe und als das Zentrum unserer Gefühle. Doch dann tauchte die moderne Wissenschaft und die Schulmedizin auf und wollten uns weismachen, das Herz sei einfach eine Pumpe, mit deren Hilfe unser Blut durch unser Körper zirkuliert. Obwohl wir normalen Menschen keine wissenschaftlichen Gegenargumente parat hatten, hielt sich bei uns hartnäckig die Überzeugung, dass das Herz das Zentrum unserer Gefühle ist. Eine Vielzahl an Redensarten belegt dies. Zum Beispiel, sie ist an gebrochenem Herzen gestorben. Oder er fasste sich ein Herz und fragte sie. Das heißt, dass derjenige Mut haben soll, um sein Ziel zu erreichen. Das Wort Mut bedeutet im Lateinischen auch Herz besitzen. Das Wort Herz wiederum ist verwandt mit Glaube. Wie wahr dieser Zusammenhang ist und wie sehr sich die Wissenschaft irrte, zeigen erstaunliche Entdeckungen, die bereits 1993 gemacht wurden, aber niemals wirklich an die Öffentlichkeit kamen. Die Wissenschaft tut sich eben manchmal schwer, Irrtümer einzugestehen. Das Heart Math Institute, das 1991 gegründet wurde und inzwischen auf der ganzen Welt wegen seiner revolutionären Entdeckungen anerkannt ist, führte grundlegende Forschungsarbeiten in emotionaler Physiologie und Herz-Hirn-Wechselwirkung durch. 1993 wollte man zum Beispiel die Macht der Gefühle über den menschlichen Körper untersuchen und konzentrierte sich dabei auf den Bereich unseres Körpers, von dem man annahm, dass er für die Entstehung von Gefühlen verantwortlich sei. Unser Herz. Schon ziemlich rasch, bereits bei den ersten Untersuchungen, machte man eine überaus erstaunliche Feststellung und war regelrecht fassungslos, dass man das nicht bereits früher entdeckt hatte. Das Herz ist umgeben von einem gewaltigen Energiefeld. Es hat die Größe von ungefähr 2,5 Meter Durchmesser. Das muss man sich vorstellen. Das Herz erzeugt ein Energiefeld, das weitaus größer ist als das Energiefeld des Gehirns. Bisher war die Wissenschaft davon ausgegangen, dass das Gehirn mit all seinen elektromagnetischen Impulsen den größten Senderadius besäße. Und nun fand man ein energetisches Feld, das wesentlich größer ist. Es hat eine solche Stärke, dass es weit über den eigenen Körper hinausreicht. Man nimmt an, dass das vom Herzen ausgestrahlte Energiefeld in Wirklichkeit sogar einen wesentlich größeren Radius als den gemessenen einnimmt, doch die heutigen, noch unzulänglichen Messgeräte erlauben noch keine weitergehenden Ergebnisse. Nachdem sich das erste Erstaunen gelegt hatte, kam schnell die Frage auf, welchen tieferen Sinn dieses Energiefeld um unser Herz herum denn überhaupt hat. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse sind ebenso bemerkenswert wie überraschend. Die vom Herzen erzeugten elektrischen und magnetischen Felder kommunizieren mit den Organen in unserem Körper. Man konnte sogar nachweisen, dass es eine Verbindung zwischen Herz und Gehirn gibt, wobei das Herz dem Gehirn signalisiert, welche Hormone, Endorphine oder andere Chemikalien es im Körper erzeugen soll. Das Gehirn handelt nicht eigenständig, sondern erhält die Signale dafür vom Herzen. Es ist also das Herz, das alle Informationen verteilt. Aber auf welche Weise kommuniziert es mit dem Gehirn und den Organen? In weiteren Versuchsreihen fand man heraus, dass alle Informationen mittels Emotionen weitergegeben werden. In unseren Emotionen sind also sämtliche Informationen enthalten, durch die unser Herz, das Gehirn und die Organe wissen lässt,
was unser Körper zum jeweiligen Zeitpunkt braucht. Aber das ist nicht längst alles. Als man weiter forschte, entdeckte man, dass das elektrische und magnetische Feld, das vom Herzen ausgesandt wird, nicht nur durch unsere Emotionen aufgebaut wird, sondern seine Kraft durch eine weitere bedeutende Ursache erhält, und zwar durch unsere Überzeugungen. Durch all die Dinge also, die wir tief in uns glauben und nach denen wir unser Leben ausrichten. All dies findet sich als Information in der ausgesandten Energie unseres Herzens wieder und wird mit der größten Sendestärke unseres ganzen Körpers nicht nur zu unserem Gehirn und unseren Organen, sondern auch weit in die Welt hinausgetragen. Auch in mancher solcher Redensart findet sich der Widerhall dieser uralten Wahrheit. Er verteidigte seine Sache mit dem Brustton der Überzeugung. Es ist sein Herzenswunsch. Mit der Kraft des Herzens wünschen. Und natürlich die Sprache des Herzens. Unser Herz dient als eine Art Vermittler, der alle unsere Überzeugungen und Gefühle in elektrische und magnetische Schwingungen und Wellen wandelt. Ich lese das nochmal. Unser Herz dient als eine Art Vermittler, der alle unsere Überzeugungen und Gefühle in elektrische und magnetische Schwingungen und Wellen wandelt. Und diese elektromagnetischen Wellen sind nicht nur auf unseren Körper beschränkt, sondern reichen weit in unser Umfeld hinein und interagieren mit allem, was uns umgibt. Unser Herz übersetzt all die Überzeugungen, all die Vorstellungen und Emotionen in eine andere Sprache, eine kodierte Sprache der Schwingungen und Wellen und sendet sie aus. Unsere Überzeugungen stehen durch die elektrischen und magnetischen Wellen, die unser Herz aussendet, in Wechselwirkung mit der physischen Welt. Wie groß die ausgesandte Energie ist, haben Untersuchungen des HeartMath-Instituts gezeigt. Die elektrische Kraft des Herzsignals, EKG, ist bis zu 60 Mal stärker als das elektrische Signal des Gehirns, EEG. Das magnetische Feld des Herzens ist sogar 5000 Mal stärker als das des Gehirns. Wir senden über unser Herz also wesentlich mehr Energie aus als über unser Gehirn. Warum ist das so wichtig für uns zu wissen? Ganz einfach, weil wir dadurch endlich verstehen, warum sich manche Wünsche so leicht erfüllen, während andere Wünsche noch nicht in unserem Leben manifestiert werden können, obwohl wir doch uns so viel Mühe geben und sie nach bestem Wissen und Gewissen visualisieren. Sagen wir uns beständig Affirmationen oder bauen wir Bilder vor unserem geistigen Auge auf, ohne von der Erfüllung unseres Wunsches gefühlsmäßig überzeugt zu sein, sendet nur unser Gehirn seine elektromagnetischen Wellen aus, während unser eigentliches Gefühlszentrum, das Herz, unsere wirkliche Überzeugung, meistens unsere Zweifel und Ängste, mit 5000-fach größerer Stärke in die Welt sendet. Die Konsequenz daraus liegt ja klar auf der Hand. Es kann sich nur das wirklich in unserem Leben erfüllen, woran wir aus tiefstem Herzen glauben. Stärken wir unsere Überzeugung mit der Kraft der Emotionen, ist die ausgesandte Energie ungleich größer. Sind wir aber traurig, deprimiert oder befinden wir uns gerade in einem energetischen Loch, können wir uns wünschen, was wir möchten. Die ausgesandte Kraft der eher tristen Emotionen, die über die Herzregion ausgesendet wird, wird immer wesentlich stärker sein als der Wunsch, den wir von unserem Verstand aussenden. Die Propheten, Weisen und Weltenlehrer,
der jetzigen und vergangenen Zeiten sagen immer und immer wieder, dass wir lernen sollen, mit dem Herzen zu sehen. Mit dem Herzen können wir die Welt verändern. Was alle spirituellen Meister dieser Welt uns bisher lehrten und was bereits in der Bibel verkündet wurde, und zwar, dass unser Glaube Berge versetzt, bekommt nun eine tiefere und vor allem wissenschaftliche Dimension. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, dann werdet ihr nicht nur das vollbringen, was ich, Jesus, getan habe, selbst wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, wird es geschehen. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Jetzt gucke ich schnell bei den Hinweisen hinten nach. Das ist Matthäus 21, Vers 21 bis 22. Also, es wurde schon immer, immer gesagt, es ist nichts Neues. Nur der feste Glaube besitzt die Kraft, Neues in unserer Welt zu erschaffen. Das, was wir glauben, realisiert sich, weil dies die stärkste, über die Herzregion ausgesandte, messbare Energie besitzt. In diesem Buch ist am Ende von jedem Kapitel noch einmal eine Zusammenfassung in einzelnen Punkten. Das Herz signalisiert dem Gehirn, welche Hormone, Endorphine oder andere Chemikalien es im Körper erzeugen soll. Das Herz ist der stärkste Sender unseres Körpers. Es erzeugt die stärkste magnetische und elektrische Energie, die wir zur Verfügung haben. Die magnetischen und elektrischen Wellen, die vom Herzen kommen, werden durch unsere Gefühle und Überzeugungen geschaffen. Gleichgültig, ob diese Wellen positiv oder negativ sind, sie werden mit ungeheurer Stärke in die Welt ausgestrahlt. Das Herz ist eine Art Vermittler, das unsere Überzeugungen in eine andere Sprache, in eine kodierte Sprache der Wellen wandelt und mit ungeheurer Energie ausstrahlt. Das heißt nichts anderes, als dass unsere Überzeugungen ausgesendet werden und gemäß dem Gesetz der Resonanz nach einer gleich schwingenden Energie suchen. Gleiches zieht Gleiches an. Alles, was mit unserer Energie resoniert, verwirklicht sich in unserem Leben. Das heißt, kurz gesagt, unsere Überzeugungen realisieren sich in unserem Leben. Deswegen ist das Wichtigste beim Wünschen. Was immer du dir wünschst, bring es von der Verstandesebene in die Herzregion. Sollen unsere Wünsche in Erfüllung gehen, müssen wir stets von der Verwirklichung unserer Wünsche überzeugt sein. Sollen unsere Wünsche in Erfüllung gehen, sollten wir uns immer zuerst in eine glückliche Stimmung bringen. Erst wenn wir unser Bewusstsein gezielt ausrichten, können wir in Resonanz mit den Dingen treten, die wir gerne in unserem Leben realisiert haben möchten. In unserer Welt kann sich nur das verwirklichen, woran wir aus tiefstem Herzen glauben. Das gilt vor allem im Hinblick darauf, was wir von uns selbst glauben. Die Meinung, die wir über uns selbst haben, bestimmt unser Erleben. Dies bedeutet natürlich auch, dass wir erst dann die Kraft und die Macht besitzen, Dinge zu entwickeln, wenn wir verstehen lernen, dass alle Kraft und alle Macht aus unserem Inneren entspringt und nicht von außen auf uns zukommt. Die äußere Welt spiegelt also stets unser inneres Bewusstsein wider. Wir müssen nicht lernen, wie wir unsere Fähigkeiten und Gedanken einsetzen können, sondern wir sollten lernen, zu akzeptieren, dass wir sie können. In der kommenden Folge schauen wir uns mal an, wie unsere Überzeugungen es überhaupt schaffen, die Außenwelt zu verändern.
Geht das überhaupt? Mit Überzeugungen die Außenwelt verändern? Mal sehen. In der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.